Und da sind wir wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess mit mir Sefi und Jutis. Guten Tag. Immer noch in der 2-Spieler-Challenge. Fußlenken. Ich weiß. Ich tue es doch. Tue ich doch. Ich habe nicht mehr die Macht beim Schwimmen. Ja, ne? Toll, ne? Finde ich auch. Hui. Das, was ich schon bei Skyward Sword immer machen wollte. Und ich nicht. Schade, dass man nicht mehr so aus dem Wasser hecheln kann. Das bereue ich. Das ist das Einzige, ne? Ja. Der Seeschrein. Ich fange auch gerne zu schreien. Oder zu weinen, man weiß es noch nicht. Oh nein, da geht's nicht weiter. Was machen wir nur? Abhängen. Eine war eine gute Idee. Im Zweifelsfall. Immer abhängen. Man merkt, dass dies ein Heiligtum der Zora ist. Kommst du nur da? Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte nicht die Flaschen haben. Machst du da? Ich warte darauf, dass du mir einen Input gibst, was du haben willst. Ich will die Wasserbomben. Jetzt kombinieren. Danke. Bitte. Oh. Ja, Mann, ich hasse es. Ich denke immer, ich kann mit B wieder zurück. Ah, dieses Spiel. Mein Gott. Ja. Toll. Naja, das reicht für ihn. Ey, ja. Ah, das war gefährlich. Chester setzt erst die Stalagmiten runter und die dann von der Decke hängen. Die sehen verdächtig locker aus. Und wenn du sie nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Oh Mist, du machst dich langsam genauso witzig wie Fei. Ja. Yeah. Müssen die anderen zwei auch noch runter? Ja, ich denke schon. Hol einfach alles runter, was da ist. So, Feierabend. Ah, sie hören schon auf. Oh ja, schön wär's. Gibt's hier noch was? Nö, ja, ich glaube nicht. Vielleicht nur ein blöder Gegner oder so. Ja, der kann auch weiter rumgegnern. Was ist so an? Ich stehe da drüber. Schön, dass die Dinger genauso fallen. Wie sie man sie braucht. Ich wusste, dass das passiert. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wie das Ding lang rennt. Aha. So, da wären wir schon ganz oben. Da gibt's ein Brötchen. Das ist mir noch nicht ganz oben. Naja, wir wollen ja auch den Felsen runtergeschossen lassen, verschwenden, ne? Genau. Das ist ja mit Temperatur. Du hältst den Wasserbomben. Diese Bomben kannst du auch unter Wasser verwenden, wenn du auf festem Boden stehst. Grund. Öffne mit Minus den Inventarbildschirm und lege sie auf B. Drücke im Laufen B oder A, um Bomben zu werfen. Gut so. Wieso hat Nintendo eigentlich das Talent, Wassertempel immer zu den schlimmsten zu machen? Danach kommt meistens der Eistempel. Oder alle Level, die mit Eis zu tun haben. Ich mag irgendwie Eislevel nicht. Egal, ob Zelda, Mario, Pokémon. Ach ja. Weiß ich nicht. Mit Pokémon geht ja nur auch das. Das nervt ja nicht so, aber.
wenn du so Mario dann da rumschlittern willst und irgendwie ist immer was am Rutschen. Ich denke da an Johto, wo du da so lang rutschen musst. Ah ja, also, stimmt. Das war auch scheiße. Stimmt, ja, irgendwie musst du überall immer rumrutschen. Yay, ein blauer Rubin, wir haben es gerade. Was? Das blau? Haben sie einfach vergessen, eine Variable umzulegen? Oh. Digga, was hüpft da denn? Wir werden diesen Dungeon nie schaffen. Bringt er sich gerade um? Sehr lustig. Bin lang. Viele Optionen hast du nicht. Wenigstens habe ich uns ein paar Krüge organisiert. Das haben sie gut gemacht. Danke. Na, Schlüssel? Nein, noch mehr Pfeile. Wir haben hier noch nicht genug. Schade, das ist nicht diese Option. Du hast schon genug Pfeile. Hier, pack die wieder zurück. Und hol sie dir, wenn du sie brauchst. Ja. Am Anfang dachte ich immer, dass das Tor verschlossen wäre. Weil es ja, dachte ich eben aus der Entfernung auch, als wir da zuerst dran vorbeigegangen sind. Deswegen bin ich jetzt wieder nochmal zurück und hab nachgekauft. Da können wir eh noch nichts machen. Oh, I'm sorry. Ich dachte, ich wäre du. Vielleicht sind wir es beide. Oh Gott, wir sind verloren. Wir werden aus diesem Dungeon nie rauskommen. Den Gedanken hatte ich schon beim Eintreten. Also, hier geht's nicht lang. Du musst auf die... Ne, das andere ist da, ja, genau links. Genau da zum... Schalter. Jetzt. Hier. Genau. Hier! Ich frage mich, was die Zoras sich bei dem Rotz hier gedacht haben. Naja, sie wollten ja immerhin was bewachen, ne? Ja, das schon. Mit der Erfindung dieser Treppe haben sie ganz offensichtlich gedacht, da kommt keiner ran. So voll der Meisterdieb, kommt hier rein. Nee, das tue ich mir nicht an. Ich gehe wieder woanders hin. Ich werde wieder Bäcker oder Anwalt. Davon abgesehen, dass du erstmal sowieso die Rüstung der Zoras brauchst, um hier überhaupt hinzukommen. Ja. Hi, Tante. Endlich draußen. Mal wieder. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein bisschen zusammen. Gemeinsam. Wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du wieder raus bist. Jederzeit. Du hast Tante wieder getroffen. Mit ihrer Hilfe kommst du aus dem Dungeon heraus und wieder hinein. Hey, wie drehe ich mich? Rufe mit Hilfe von Minus den alten Bildschirm auf und lege sie auf B oder Steuerkreuz. Rufe sie dann mit Hilfe von B oder Steuerkreuz. Ich frag mich, wo er die aufbewahrt. Gar nicht. No. Aha. Aha. Was war daran jetzt hier so spannend? Du kannst da durch. Das ist das Einzige, was du hier machen kannst. Ich bin verwirrt. Das Herz nehmen wir noch mit. Ich habe hier noch gar kein Verständnis von dem Tanzen. Ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade gedacht, es ist noch so früh. Ja. Hier, da kannst du bestimmt, oder? Kannst du da nicht den Schalter runter? Oder ist der da schon? Achso, da ist die Treppe, okay. Ich dachte, wir müssen wieder irgendwie den Schalter betätigen, um wieder woanders zu kommen. Verschlossen. Oh, wah, wah, wah. Oh, die sind leider auf der anderen Seite. Oh, wow, da wäre bestimmt eh nur ein Rubin und ein Herz. Ja. Mhm. Mobbing Dungeon, Mobbing Dungeon. Der geht ja nicht.
Es war nicht unter der Wasser noch eine Truhe, die wo ein Schlüssel vielleicht drin war. Meinst du? Ich war nicht zumindest unter Wasser eine Truhe gewesen. Ich kann mich aber auch irren. Ich will jetzt nichts. Da kannst du nicht weiter umgehen. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich weiß, da auf der Lampe war eins. Ja, war auf der Lampe nicht. Herzteil? Ja, meine ich auch. Wow, man sieht voll viel. Lass mich ran, da waren wir bestimmt schon. Ich wollte sagen, das kommt so. Oh nein! Hey! Yeah, wir haben es gefunden! Leute. So. Jetzt geht's mir gut. Ich glaube nicht, dass Link das zu Fuß schafft. Es sei denn, er flieht wie ein Vogel. Soll ich es mal ausprobieren? Mehr als fallen kann ich nicht. Ich fliege! Das hätte er eigentlich auch schaffen können. Als wenn er sich noch festhalten würde. Ich wollte meditieren unterm Wasserfall. Das will ich jetzt knicken. Eins hat sich nicht geändert, diese Spinnen sind immer noch leichte Opfer. Warte. Wow! Stop. Ja. Mal ein bisschen weiter. Ein Stück. Stopp. Da kann drin. Ich eh nicht. Ey, war das nicht. Ging der nicht kaputt? Ich glaube ja. Nein. Achso, weil da Risse sind. Dachte ich, der geht kaputt. Und dann kommt doch oh, da kann ich ja immer nicht. Ich dachte immer, da kommt dann Wasser von dem und holt einen Spinnen von oben. Du musst ja wohl, ne? Hier scheint ja nichts anderes ja, zu sein. Du kannst da links hoch. Ah, ich hab nicht gesehen. Upsi. Passiert. Ich dachte ja auch, dass das Ding in die Luft fliegt. Tja, also ohne Wasser geht's hier nicht weiter. Es sei denn, man geht durch die Höhle. Wäre eine Option. Tada! Ich glaube, viel bringt tut es aber auch nicht, dass wir jetzt hier sind. Ja, sieht schön aus. Na, da ruht sie auf der anderen Seite von der Brücke, ne? Nicht darüber springen, achso. Ach ja! Wow. Oh, da ist ja schon das Ding zu. Ich bin echt doch nicht wach. Ich bin noch in so einem geistigen Dösezustand. Oh, passiert. Wow. Schon was. Du hast einen kleinen Schlüssel, er ist ein Thron. Alles so hier. Du hast eigentlich geschrieben, ne? Was? Ich meine, der Typ, der die Schlüssel angefertigt hat, die sehen doch alle gleich aus. Vielleicht ist da so ein einzelner Zahn anders, so ein Millimeter oder so. Das wäre echt cool, wenn die so, sich so ein bisschen unterscheiden würden. Dann kannst du es zumindest logisch erklären, dass die hier passen. Ja. Naja, warum ist das? Wollen wir mal nicht schon pingelig sein, ne? Ich bin sehr pingelig. Okay. Also, ne, wenn wir schon darüber reden. Mal so, sowas ist doch ein schönes Detail. Und wir wissen doch alle, dass Details das A und O einer Spielewelt sind. Das stimmt. War da eine Truhe? Nein, gar nicht. Doch. Gut erkannt. Halt die Dungeon-Karte! Drücke 1 oder 2, um im Dungeon den Kartenbildschirm aufzurufen. Bereits besuchte Räume sind grün. Der gelbe Pfeil zeigt deine Position. Mit A wählst du das Stockwerk aus. Super! Yay! Guck mal, die Karte haben wir schon! Yay! Wie schnell Link diese Treppe hochläuft.
Wo war jetzt das Räumchen mit dem Schlüssel? Das Räumchen mit dem Bäumchen. Ich glaube, das ist es. Sehr gut, ich habe auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. Stolz. Ich auch. Ich nicht. In jedem Raum denke ich mir, ach ja. Es wird nicht besser. Nein. Bevor wir hier raus sind. Naja, wenigstens. Eigentlich sind die Bomben größer als die Truhe, aber egal. Naja, Assistentin. Guck mich nicht so an. Target nicht. Ich bin gefangen! Oh. Im Ernst? Leute? Da komme ich leider nicht an. Oh, aber vielleicht, wenn ich das Ding runterbombe. Ja, das wäre großzügig. Stell dich mal da drunter, wir wissen, ob du einen auf den Deckel kriegst. Das hätte ich sein können. Oh, mein Fuß! Link, der tollkühne Held. Wohl eher der dämliche Held. Na, wie fühlt es sich an, zu klettern ohne die Leiste? Überraschend gut, zumal der Link hier sogar noch schneller ist. Willst du nicht den Schalter? Oder? Ah, warte. So, ich war mir nicht sicher, ob ich von hier dran komme, weil der sieht so hoch aus. Hua! Wozu ein paar Arme gut sein können? Gott, ob ich das Ding treffen würde. Gerade so. Nichts passiert. Jetzt sind wir über den Rotz. Echt? Mhm. Tschüssi! Was? Da gibt's nichts für? Das ist ja nur ein normaler, in Anführungsstrichen normaler Typ. Naja. Schlüssel oder so wäre toll gewesen. Hätte mich sehr darüber gefreut. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Ich glaube, das. So. Ein kleiner Schlüssel. Ich sehe ihn als meine Belohnung an. Oh, das ist schon Matsch. Der Global ist schon Matsch. Kannst du nicht machen. Link müsste einfach nur seine Arme heben. Mit ein bisschen Anlauf kommt da jeder rauf. Tja. Das kann doch also nicht so schwer sein. Ohne Scheiß, der Skyward Sword Link hätte es geschafft. Ich wollte gerade sagen. Gibt's hier einen Schlüssel? Ja. Dann kommen wir ja später her, aber. Eine Schweinerei. Naja, wenigstens haben wir schon mal Schlüssel. Ja, nur zwei. Das hasse ich ja nicht, zwei Schlüssel. Hast nicht so einen linearen Weg. Hm. Oder? Nee. Ja, stimmt, den einen haben wir schon. Nee, doch. Ja. Einen haben wir schon eingesetzt. Ja, stimmt. Dann haben wir doch nur einen. Bong. Das kommt mir sehr bekannt vor. Warte mal. Ich glaube, da reichen normalen Pfeile. Ich habe keine Lust, die ganzen Bomben zu verprügeln. Oh, doch, doch nicht. Kann man den überhaupt schon sehen? Ja. Oder? Ich dachte ein bisschen. Du weißt schon. Mhm. Ich probier's erstmal überhaupt. Wenn das nicht funktioniert, können wir ihn eh nicht nehmen. Z. Aha, Entschuldigung. Das sieht sehr effektiv aus. Scheiße. Oh,
dachte es, ne? Du weißt schon. Mhm. Hört mich sehr an. Die Majora's Mask Zwischengegner erinnert. Mhm. Da gab es ja auch hier Kung Fu Kermit in seiner Blase. Aber was ich hier cool finde, ist, dass die Schlösser hier so hängen. Mhm. Sieht echt cool aus. Das erinnert mich ein bisschen an den Deko-Baum. Von allen gibt's hier etwas. Ich muss da runter, ne? Ja, du kannst hier überhaupt klettern. Ja. Ein gelber Rubin, er ist 10 Rubine wert. Und du musst kappen. Ja, und in diesem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao!